Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute einfach mal kein Adventskalender-Unboxing, sondern die Asam Beauty Birthday Box, ne? Weil ich mir gedacht habe, die gibt's jetzt noch, also schnell vorstellen, Claudinchen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 34,99 kostet die, Link in der Infobox auf jeden Fall. Ich habe mir, um über diese Versandkostenfreigrenze zu kommen, noch diesen The Scent of Magic Eau de Parfum Duft mit dazu bestellt. Soll irgendein Dupe sein. Riecht auch sehr, sehr angenehm. Also der riecht so sehr blumig, aber sehr sommerlich. Ein bisschen fruchtig auch mit dabei, aber nur ganz, ganz leicht und eine ganz, ganz leichte Süße. Also ich mag diesen Duft gerne. Ich habe mir eben vor, ich glaube, ein oder zwei Stunden habe ich mir hier einen Sprüher drauf gegeben. Ich rieche das nicht so mega krass um mich herum, aber wenn ich halt dran rieche, dann rieche ich etwas sehr, sehr Angenehmes. Etwas sehr, weiß ich nicht, Positives. Und das mag ich. Also den, ne, kann ich euch empfehlen, mal zu schnüffeln. Den hatte ich, glaube ich, auch reduziert gekauft. Auf jeden Fall haben wir hier keine Wundertüte, sondern eine Wunderbag. Und das finde ich so, so schön. Hier sind auch Sternchen drauf, deswegen schöner Adventskalender-Ersatz. Du bist schön, you are beautiful, votre beauté, notre passion. Genau, das ist dann einfach nochmal in drei verschiedenen Sprachen hier drin. Finde ich auch eine schöne Geschenkbox. Oh, wir haben hier tatsächlich auch dekorative Kosmetik drin, nicht nur Pflege. Okay, so schaut es dann einfach mal aus. 5 Produkte in Originalgröße sollen enthalten sein. Als erstes ziehe ich raus die Eye & Cheek Palette. 5 Gramm und 2x 2,25 Gramm. Okay, das ist diese hier. Und jetzt muss mein Akku blinken. Muss das jetzt sein? Dann schauen wir doch einfach mal hinein. So, das ist diese hier. Ah, die kenne ich doch. Okay, da haben wir quasi ein Produkt drin, was man auch als Blush verwenden kann. Das kannst du als Highlighter verwenden. Und das hier vielleicht für die Augenbrauen, ne, als Augenbrauenpuder. Oder halt alle Produkte für die Augen. Ja, auf jeden Fall ein schönes Trio, was man definitiv gut verwenden kann, wenn man möchte. Ja, ich weiß nicht, ob das bei mir bleibt, bin ich ehrlich, weil ich habe ja super schöne Asam Magic Finish Produkte mir schon für mein Full Face letztens erst gekauft und da sind halt gute Produkte mit dabei, auch ein schöner großer Blush, wo ich richtig drin rumfluffeln kann. Ne? Als nächstes habe ich hier Ampullen mit am Start, Collagen Lift Lifting Ampullen, 2 Phasen, 7x2 Milliliter sind hier drin enthalten. Ich liebe Collagen, ich kann es nicht anders sagen. Ja, ich muss es jetzt auch raushauen. Quatsch, hat mich vertan. Das waren Ceramide, die in meiner Dalton Bag drin sind. Ihr bekommt auch noch diese Woche 20% Rabatt bei Dalton. Wenn ihr möchtet, schaut gerne mal vorbei. Beauty Claudi ist da der Code. Auf jeden Fall haben wir hier einfach Ampullen, die ja quasi einen Lifting-Effekt geben sollen. Werde ich definitiv ausprobieren und euch im Aufgebraucht-Video was dazu erzählen können. Dann habe ich hier eine Keratin Rebuild Quick Mask von Ahoho Organic Hair Care drin. Ich mag Keratin. Meine Haare mögen vor allem Keratin. Und ja, ich glaube, ich hatte hiervon auch schon Shampoos. Die mochte ich ganz gerne leiden. Ich weiß nicht, ob man alle Produkte noch im Sortiment von im Asam findet. Das ist immer so ein... Manchmal bekommt man hier auch ausgelistete Produkte in diesen Surprise-Boxen. Die müssen sich ja auch einfach rentieren, ne, für die Firma selber. Ohne Silikone, 200 Milliliter sind hier drin. Das ist ein schöner Tiegel. Ich möchte mal dran schnuppern. Ja, riecht ganz angenehm. Wenn ich das jetzt aufmache. Nee, das geht nicht. Das ist noch richtig verschlossen, ne? Ja, riecht aber sehr cremig hier tatsächlich raus, sehr, sehr angenehm. Und die Ahoho Hair Care mag ich persönlich auch gerne leiden. Das ist ja so eine Untermarke oder so von M. Asam, findet man ja auch auf der Homepage. Dann habe ich hier natürlich noch 2 weitere Produkte drin. Oha, das ist ein neues Produkt, Magic Hair Overnight Treatment, ein Nachtserum mit 5% AHA und 2% BHA. Das ist eine Full Size und sowas sollte man wirklich nur abends verwenden. Ich würde es euch aber jetzt wirklich noch nicht im Hochsommer empfehlen oder im Sommer generell, sondern erst ab Oktober. Es sei denn, du kennst deine Haut und weißt, dass die Säure halt super gut verträgt, dann go for it, ne? Aber vorsichtig antesten und so weiter. Das sind halt immer so die Sachen, die man sich immer vorher überlegen sollte, ne? Weil Säurebehandlung für die Haut ist immer damit verbunden, dass deine Haut auch sonnenempfindlicher wird, ne? Aber ja, ich erzähle das halt immer wieder. Genau, wir haben Glykolsäure hier drin und Salicylsäure. Glykolsäure ist halt so ein Anti-Aging oder Slow-Aging-Wirkstoff und BHA, also Salicylsäure, ist gegen Unreinheiten. Das ist richtig schön hier aus Glas. 50 Milliliter sind hier drin. Da kommst du auch eine ganze Weile mit hin, weil ich würde euch das jetzt vielleicht auch, genau, 2 bis 3 Mal pro Woche steht hier hinten drauf. Ich würde es 2 Mal pro Woche verwenden. Das wäre halt so meins. Und ich würde auch erstmal vorsichtig starten und das vielleicht erstmal auch
an einer kleinen Stelle verwenden, abwaschen und dann einfach so, ne, ein, zwei Tage beobachten. Und dann kann man das vielleicht auch großflächiger auftragen und so, ne? Aber ich würde es jetzt nicht direkt so drauf lassen. Aber gut, ja, es steht hier drauf, dass man das kann. Würde ich aber, wie gesagt, mit Vorsicht genießen. Aber ich finde es interessant. So, und das Letzte, was ich hier drin habe, ist richtig cool. Bath & Body Charming Blossom Flowery, der Duschschaum mit 200 ml. Ich mag sehr, sehr gerne diese Reihe. Und das hört sich noch etwas an, was ich sehr gerne mögen werde. Gott, riecht das gut. Sehr stark parfümiert, aber voll mein Ding. Ja, da werde ich auf jeden Fall einen schönen, schönen, angenehmen, den ein oder anderen schönen, angenehmen Moment unter der Dusche mit diesem Produkt haben. Also das war jetzt hier meine Birthday Edition. Finde ich cool. Also die haben sich hier schön repräsentiert mit Pflege für das Gesicht, mit Pflege für die Haare, mit Pflege für den Körper. Dann auch so ein leicht peelendes Produkt mit dabei und auch dekorative Kosmetik. Ich persönlich vermisse jetzt soweit keine Kategorie in der Box. Es ist sehr schön gestaltet. Schreibt mir gerne, was ihr so in den Boxen drin hattet und wie ihr meine Box so fandet. Und vielleicht hattet ihr sogar meine Box. Auch. Weiß ich nicht. Manche haben ja auch ähnliche Boxen dann, ne? Und wie gesagt, es müsste die Boxen auch noch bei M.Asam geben. In der Infobox habe ich euch das mal reingesetzt, ne? Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!